Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin. Ich habe gleich einen Termin und vielleicht sollte ich doch vorher noch mal aufs Töpfchen. Aber öffentliche Toiletten? Weit und breit nicht zu sehen. Welchen Grund hat es? Naja, die kosten Geld. Und wenn ich jetzt Politiker wäre, würde ich mir so Ausreden einfallen lassen. Ne? Dann würde ich einfach erklären, öffentliche Toiletten sind gefährlich. Ne? Also wenn man jetzt öffentliche Toiletten aus dem Straßenbild verbannen kann, dann kann man dieses Geld, was man dann ja spart, bei den Politikergehältern oben drauf packen. Ne? Zum Beispiel. Oder die Toiletten in irgendeiner Form privatisieren, sodass dann die Leute dafür bezahlen müssen und dann kriegen das Geld eben auch wieder die Freunde dieser Politiker-Ständchen innen. Ne? Also, und der Grund dafür könnte dann sein, dass man sich dann einfach hinstellt und behauptet, die Angrabscher-Ständchen innen würden uns sexuell nötigen auf den öffentlichen Toiletten und da gehen ja auch kleine Kinder hin und das ist alles total gefährlich. Ich meine, die könnten auch bösartige Krankheiten haben, das könnte ich dann auch erzählen, ne? Zum Beispiel so AIDS, oh, das ist ja nicht über die Luft anstecken, ne? Tuberkulose vielleicht oder die Pest oder andere schwerste Krankheiten, ne? Wo dann die Leute massenweise versterben, weil ja, man müsste dann halt nur nachweisen, dass sich diese Erreger von diesen Krankheiten so mir nix, dir nix von einem zum nächsten übertragen und dann kann man das alles dicht machen, was man so eigentlich als Verpflichtung hat, so als Politiker. Aber wenn man das jetzt weg hat, dann kann man sich neue Geschäftsmodelle ausdenken, ne? Wie man dann die Kohle von den Leuten in die eigenen Taschen kriegt oder in die Taschen seiner Freunde. Wer sich sowas überlegen soll, na mein Gott, dafür haben die doch ihre Berater. Ne? Und diese Berater wiederum, die hängen zusammen in irgendwelchen Think Tanks. Warum heißen die Think Tanks? Tank ist ja das englische Wort für Panzer. Ne? Also stellen Sie sich mal vor, hier in Deutschland würde jemand sagen, ich bin Teilnehmer an einem Denktank. Denkpanzer. Würden die ihn doch auslachen, oder? Also ich würde den auslachen. Ich würde sagen, was soll denn das? Ist es denn ernst? Aber inzwischen glaube ich wirklich, das ist bitterer Ernst. Die glauben das. Die glauben, dass sie ein Denkpanzer sind. Ne? Da will, naja, also was dabei rauskommt, sehen Sie ja. Es ist eigentlich so eine Form von schwarzer Psychologie, ja. Hypnose, Magie, Okkultismus. Ach komm, streichen wir das letzte Wort. Muss nicht sein. Religion passt da ganz gut. Ne? Man muss die Leute einfach dazu bringen, dass sie irgendetwas glauben und dann geben sie auch das Geld dafür aus. Ne? Und dann braucht man gar keine echten Panzer mehr. Dann braucht man nur noch Denkpanzer. Ne? Und ja. Nach dem, was ich jetzt gesagt habe, denke ich mal, nenne ich dieses Video öffentliche Toiletten und Denkpanzer. Oder? Ach, vielleicht nenne ich es auch anders. Ist egal. War jetzt nur mal ein kurzer Brainstorm, bevor ich meinen Termin wahrnehme, ohne zuvor auf einer öffentlichen Toilette gewesen zu sein.